Willkommen zurück in der hospitalen Einrichtung, in der ihr euch am wohlsten fühlt. Und zu Silent Hill. Also wir sind ja auf Suche so ein bisschen nach Schlüsseln, wie das immer so ist in diesen Bereichen. Nein. Ah, guck mal hier. What was that? Naja. Schon so dran gedacht, nicht, dass die Schwestern jetzt auf uns sauer werden, wenn wir hier Inventar zerstören. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es endlich merkst. Schau dich einfach um. Wenn du in der Eingangshalle bist, denk dran. Schwestern, Ärzte, Bäume? Wenn du in der Eingangshalle bist. Schwestern, Ärzte, Bäume. Tizian, eine Schwester. Was hat er jetzt markiert? Bäume? Ich glaube, ich habe schon. Also da waren ja viele Fotos, wahrscheinlich. Es ist eine gewisse Anzahl von Schwestern, Ärzten und Bäumen. Und die stellen das Schloss dar. Also die Zahlen. Weiß noch, da hinten ging es auch noch weiter. Oder auch nicht. Mal, du, aber da kommt doch der Krach her, ne? Okay, und raus hier. Kannst die Tür benutzen, Maria. Schwestern, Ärzte und Bäume. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Bild. Ah, ja. Nurses in Training. Hier haben wir sieben. Sieben Schwestern. Ärzte sind es anscheinend zwei. Jetzt fehlt uns das Bild mit den Bäumen. Hängt das vielleicht im Raum selbst? Vielleicht gibt es auch gar kein Bild. Es muss ja was sein, was man sich richtig angucken kann, ja? Sonst ist ja irgendwie blöd. Wie könnte ich denn ein Bild mit Bäumen übersehen? Ah, hier sind es zwei. Guck mal da. Hier. You looking for something in these photos? Ja. Schwestern, Ärzte, Bäume. What? Das stand so auf dem Zettel. Ich bin so sicher. Ja. Habe ich da eigentlich falsch gezählt? Bin ich dusselig oder was? Ah! Waren ja sieben. Hab ich auch noch gesagt. Sorry, Glory. So. Second floor? Mhm. Oh. Ja. Of course. Ja. Genau das. Da wissen wir ja, wo er ist. Oh. This place feels so empty. More than the other places we've been. Ich weiß nicht, ist genau wie alle anderen, oder?
Ah, geil. Hey, this one's open. Okay, Sekunde. Wäscherei hier unten. Heizungsraum, Technikraum, Pumpen, Generator, Wartung, Küche und Müllentsorgungsraum. Das ist ja auch eine schöne Kombination für eine Krankenhausküche. Das ist dann vermutlich unser Rückweg, so wie es aussieht. Bibup. Denn die Sache, was hier offen ist. Ich stand hier in der Dunkelheit, konnte nur sehen und erzählt mir, es wird offen. Oh, das sind. Das schafft nicht vieles so, ne? Aber das ist so richtiges Lost Place-Gefühl. Hier versteckt sich doch bestimmt die erste Lady irgendwo. Generator. You think you could get it working? Might get the elevator running again. Der Trichter sagt uns ja schon, dass wir Sprit brauchen. Keine Objekte. Okay. James? Fuck, Alter. Ja, schreckt mich doch mehr. Oh! Mal ein paar Semmeln hier, Schuss. Der war gut. Die setzen sie wirklich geil ein. Die Beinlänge. Das ist der Wäscheraum. Die beiden Wäscheräume. Da. Ich habe deine Beine gesehen. Ja, die machen trotzdem irgendwie Geräusche. Als ob die. Aber die haben ja keinen Mund. I think they're gone. For now. Mhm. Hier gibt's vielleicht Spritikus. Oh! Da ist er. Gasoline. Ein bisschen drehen und schütteln. Ist da noch was drin? Ich höre nichts. Der ist randvoll. Ah, der ist wirklich leer. Aber da muss es doch... Na, wahrscheinlich im Vorratslager. Dass da der Tank ist, wo wir was abzapfen können. Kann ich das hier irgendwo auffüllen? Ah, das war ja hier der Heizungsraum. Hier schon mal aufmachen. Diese kleine Is it over? Dein Scheiß Ernst.
Komisch. What? Bleib unten. Ah, hier haben wir ein Moped zum Schieben. Der könnte aber auch schön einer drin sitzen, ne? Jetzt habe ich aber verpasst, wo eine. Ach, da. Okay. Maria, kurz, Moment. Passt perfekt. Ja, wir kommen ins Lager. Da gibt's Saft. Für den Generator. Da ist der Tank. Hey. Where are you going? Don't worry. I'll be right back. Dass er da nicht vorher mal einen Blick auch nach rechts und nach unten schmeißt, ne? Kannst du da nicht einfach so rinjangeln? Schon mit oben angebracht, der Ablasspunkt, oder? Muss ja fast noch mit dem Mund saugen. Und jetzt? Voila! Da knackt jetzt schon wieder. Dayroom. Cool. Plan of Expand von 32. Ja, geh aus dem Weg, Mann. Ich will so taub sein, Alter. Oh, das ist jetzt so eine. Oh! Beine manchmal einfach nicht. Da willst du einfach mal ein bisschen schießen. Du brauchst einfach schießen, ist ja nicht. Triffst du nicht. Okay. Füttern. War ja auch hier unten im Keller einer, ne? Schreckricht. Was? Ist der durchgesprungen? Oh, sorry.
wusste nicht, dass es dir so schlecht geht. Die war vorher auch zu, ne? That was intense. Mit Schrot sind sie sparsam. Das muss echt gut sein. Ah, das war der Technikraum, der jetzt noch aufgegangen ist. So, in Ordnung. Ach, ansonsten kommen wir nur an die Küche und den Wartungsraum über die Treppe. Minus 1 sind wir. Eigentlich waren wir ja nach oben, ne? Second floor. Entschuldige. Wir haben ja jetzt Licht. Kann ich ja meine Taschenlampe sparen. Die Musik. Oh, es ist dunkel geworden. Bist du uns die ganze Zeit mit Fragen löchern? Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. So comfy. So sieht's aber nicht aus. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Ja, wollte gerade sagen. Das hätte ich auch gesagt. Davon gehst du ja nicht aus. Get back soon, okay? Schon wenn man wieder auf Flui setzt. Sie ist jetzt hier drin alles. Sorry, I just need a moment. Ja, ja, lass dir Zeit, stehst du nicht im Weg. Ist das hier? Okay. Einfach nur ein Hangover. What's that for floor? Okay. Haben wir die Möglichkeit, den jetzt oben zu entriegeln erstmal? Das Treppenhaus. Guck mal, das Treppenhaus hier hinten. Ich habe keinen Mauszeiger, sonst würde ich euch das zeigen. Da wird der Damenumkleide. Da geht's ja dann runter in die Küche. Diesmal kann ich mich besser orientieren. Das Krankenhaus ist logisch aufgebaut. Aber hier. Take care of what matters most. Kümmern Sie sich um das, was wirklich zählt. Überlassen Sie den Rest uns. Palliativmedizinisches Zentrum Toluca. That's close. Ist hier noch so drin? Hier dürfen wir speichern und auch uns eine Runde ausruhen. Das sieht auch so gut aus wie nebenan.
Lasst uns das mal tun, falls uns was passiert. Also wenn man so unsere Gegenstände, also unsere Verbrauchsgegenstände anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass man es vielleicht doch ein bisschen zu leicht eingestellt hat. Aber ich habe halt auch keinen Bock, stundenlang auf diese Viecher einfach nur rumzudröschen und rumzuschießen. Das ist dann irgendwie nicht der Ansatz, finde ich. Also wenn, dann muss es so eine speziellen Gegner geben, die wirklich einfach viel vertragen. Dass die dann durch Schwereres eingefügt werden, weißt du? Aber nicht einfach nur dann die normalen Dullis, die dann ewig bearbeitet werden müssen. Das fühlt sich dann immer falsch an. Wenn schwer so kompensiert wird durch, wie sagt man, so Bullet-Sponges. Ich frag mich dann mal, wie das Kind hier durchgekommen ist. Kann ich hier rausspringen? Nee, oder? Hier liegt schon was. Strickjacke. Und die rennt hier. Ich erkenne nichts. Aber es ist da. Sind die auch blind? Müssen uns der Lady stellen. Die Stiefel. Theoretisch darf es ja nur 7 davon geben. Die vertragen auf jeden Fall mehr. Ja, vielleicht zieht das Spiel auch einfach noch an. Wäre auch okay. Dass der bis jetzt gehaushaltet hat, gut wegkommt vielleicht. Ah, Tastenfelder, das ist ja mein Ding. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, die Codes auf kleine Zettelchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Also so einen ganz kleinen Performance-Patch, den dürfen sie noch veröffentlichen. Das mit dem Wäsche, mit dem Waschsalon in der Stadt haben wir auch nicht geklärt. Ist auch so ein Job, wenn du in der Wäschekammer arbeitest.
suchen? Ach, guck mal, da ist irgendwas hinter. Patientengespräch, Abschrift, Anmerkung. Das folgende Interview wurde als Reaktion auf den Vorfall eingeführt. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag. Schön leer. Und dann spürte ich ihn. Spürte, wie er mich anstarrte. Spürte, wie es wuchs. Ich musste raus. Musste fliehen. Aber er verfolgte mich. Starrte mich weiter an. Ich musste es rauslassen. Jetzt bin ich wieder leer. Schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? Jetzt markiert. Hat er jetzt hoffentlich nichts mit dem Tastenfeld zu tun? Ja, okay. So, hier ist Besuch drin. Ist da noch wer duschen? Ah, ist schon wieder so ein Beinling. Ja. It's a Beinling. Yeah! Ah. Steht hinterm Schrank. Da liegt es. Oh, da steht ihr da. Ist jetzt so eine Assis? Na? Rotkugeln. Was haben wir jetzt? Ich glaube 6 oder 7 Schuss schon? Kann sich vielleicht schon sehen lassen. Oh, die war schon lange nicht mehr auf hier. Ja, du musst erst Artyom regeln mit dem Feuerzeug. Vorher geht da keiner durch. Wir haben ja keine Gegenstände, ne? Ah, ist offen. Ah, so, Entschuldigung. Hey, die Tidy da. Also wir können ja jetzt noch... Müssten wir nicht theoretisch den langen Flur runter? Wir müssten ja an alle M-Zimmer rankommen. Und auch an die Herren. Ey, wir müssen ja komplett durchrasseln können. Auch bis zum Aufenthaltsraum der Schwestern. Theoretisch. Wenn wir jetzt entweder hier links lang kommen oder zurückgehen. Warte mal. Direktorbüro, krass. Dürfen wir auch speichern? Oh. Gehen wir gleich ran. Erstmal kurz den Raum auf Sicherheit prüfen. Ah, das ist hier das Rätsel vom Zettel aus der Wand. Okay, kümmern wir uns später drum. Ich gucke mir das erstmal in Ruhe an und dann... Es könnte sein, dass hier die Schrotflinte drin ist.
Ist das ein Arm? Das ist also ein echter, oder? Da ist ein Schlüssel drin. Das kriegt man nicht auf, indem man mal so ein bisschen raufhaut. Der will Verbände haben. Okay. Also sind das die drei? Guck mal, ja. Patient File 3. Zimmer C1. Symptome: plötzlich aggressives Verhalten. Optisch und akustische Halluzination. Derzeitige Diagnose. Was habe ich übersehen? Empfehlung: derzeitige Therapie fortsetzen. Wasser wirkt beruhigend. Nicht mehr. Mhm. Die Nummer 2. Schlafstörung. Auch Halluzination, Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit. Zwangsernährung und Flüssigkeitszufuhr. Patient muss gebadet werden. Bitte Behandlungszimmer nutzen. Gegen die Schlafstörung gab es auch was. Verlegt nach 1. Stark und anhaltende Angst. Paranoide Schizophrenie. Wieder Halluzination der optischen Art. Medikation erhöhen. Patient darf nicht alleine gelassen werden. Zur genauen Überwachung nach L1 verlegen. Können wir aber echt Objekte sammeln. Wie viele Türen mit Schlüssel versehen sind. Er wackelt. Ich meine. Nicht so schnell, junge Lady. Im Flur wird nicht gerannt. Sicherheitscheck. Am Öl kann der liegen, ist Kind dran. Bandagen gearbeitet. Yes. Die Krähe schlägt wieder zu. Ja, das müsste jetzt der Flur sein Richtung Schwesternzimmer.
Schlüssel haben wir keine? Ja. Man's locker room. Da steht die Schrumpflinte. Ja, ich spinnt. Das ist im Safe anderer Stuff. Oh, was? Das ist Stecknadel. Nee. Eine verbogene Kanüle? Verbogene Nadel. Ja, okay. Ist jetzt ein neues Gadget von uns. So, und hier steht die dann einfach so rum, oder was? Abgesägt. Drück 1, um die Pistole auszurüsten. EM malen. Drück 2, um die Schaufel auszurüsten. Shotgun! Ist jetzt vorn. 6 Schuss. Jetzt sieht sie gar nicht mehr so abgesägt aus. Okay. Eine wartet hier noch auf uns. Mal, hier kommen wir wieder in den Keller. Oh, Double Hit. Oh, Dreifachtreffer. Nee, das werde ich immer wieder verkacken hier. Alter! Ey, was ein Bullshit, Alter. Darfst du dich gar nicht drauf einlassen. Scheiße, ich wollte die Dings nehmen. Na, ist egal. Alter. Ey, ehrlich. Naja, klar, du musst die Kombo halt erst lernen. Dafür hätten wir jetzt die Schrotflinte. Boah, das, also die Kombos sind heftig. Das zeckt dann schon, ne? L1. Ah. Immer von Patient 1 war das, ne? Nerven. Da muss der Hausmeister ran. Vielleicht für das Facility Management. Ja. Wo ist denn L1? Ah, guck mal, das ist, liegt direkt auf dem Weg. Oh, das ist ja gar nicht mal so klein.
Hier müssen wir wieder rüber in andere Räume klettern. Das war alles. Ich schieb den Wagen als Schutzschild vor mir. Er ist bestimmt hinter dem Sichtschutz hier. Oder ist das in der Decke? Scheiße. Es wird sicherlich nichts sein. Das Mädchen wurde heute eingewiesen. Armes Ding. Es hat kein Wort gesagt. Sie sitzt einfach nur da, den Kopf in den Händen, schluchzt und zittert. Ich habe sie ins Bett in die Ecke gebracht. Sieht so aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich sogar angelächelt, glaube ich. Wie hat er denn gerade geguckt? Ey, das ist echt heftig mit der Performance hier drin. Nicht so schön. Wurde jemand entsorgt? Die krabbelt hier durch die Wände, ey. Automatic Doors. Und wir müssen da jetzt reinkriechen, oder was? Wenn da jetzt was auftaucht. Sind wir? Sind wir wieder im Keller gelandet? Echt, also. Ach so. Stimmt, wir waren ja im zweiten Flur, ne? Okay, alles klar. Also nach dem harten Abschluss machen wir Feierabend. Wir müssen jetzt entweder im Keller als nächstes. Na, mal gucken. Und das Rätsel müssen wir noch lesen, weil. Lösen. Das sollte man eigentlich auch hinkriegen mit dem Zettel. In Ordnung.
Habt einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Silent Hill oder irgendwas anderem wieder. Habt einen schönen Abend. Haut rein.